herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir von Petwoman. Das bin ich, Patricia. Und herzlich willkommen zurück zum Rezept der Woche. Und heute mit der Miso-Suppe, mit den Tofu-Knoten. Und eigentlich wollte ich gerne mit Grünkohl machen, aber zu der Zeit, als ich kaufen gegangen bin, oh mein Gott, ich bin müde. Als ich es kaufen wollte, gab es noch keinen Grünkohl und deshalb habe ich jetzt Spinat genommen. Mittlerweile gibt es aber schon Grünkohl, also kannst du auch gerne Grünkohl einfach genauso wie ich den Spinat verwende, verwendest du dann einfach den Grünkohl. Genau, also was du dafür brauchst. Spinat-Grünkohl. Ich habe hier jetzt 150 Gramm, I guess. Das ist Babyblattspinat und das sind 125 Gramm. Dann hatte ich noch ein bisschen Koriander, den packe ich, also den zupfe ich mir so ab und mache ich dann auch einfach rein. Dann brauche ich drei Frühlingszwiebeln, ein Stück Ingwer, eine Karotte, zwei Knoblauchzehen, ganz wichtig die Miso-Paste, dann zum Abschmecken Reisessig, Sojasauce, Sesamöl, dann natürlich als Brühe die Gemüsebrühe und das Besondere noch die Tofu-Knoten, die ich aus dem koreanischen Supermarkt gekauft habe. Da packe ich dir hier den Food Haul mal hier oben hin. Da kannst du da gerne nochmal vorbeischauen und dir anschauen, was ich im koreanischen Supermarkt gekauft habe. Da habe ich auch die Nori-Blätter her. Die kommen einfach dann so als Crunch oben drüber. Wir fangen jetzt an, dass wir vier Tassen Wasser abschütten und die Gemüsebrühe anfangen lassen zu köcheln. Die muss nicht komplett kochen, nur so kurz davor. Also eins. Okay, die packen wir jetzt hier hin. Ich mache die jetzt so auf drei, weil in der Zwischenzeit kümmere ich mich halt so um den Rest. Und dann kann die so vor sich hin brutzeln und so weiter. Und dann machen wir noch die Gemüsebrühe ran. Laut dem Ding brauchen wir pro halben Liter einen Esslöffel. Okay, das ist jetzt mehr als, wie viel sind denn das? 250. Okay, also zwei Esslöffel mache ich dran. Eins. Zwei. Bei den Tofu-Knoten gucke ich gerade noch mal. Ja, also das kann dann auch einfach mit rein. So, das kann ich hier schon mal rühren. Falls ihr noch Edamame daheim habt, die kann man auch sehr gut reinmachen. Ich werde eventuell noch ein paar Erbsen mit reinnehmen, weil die habe ich auch noch da. Die können dann aber auch einfach... Das ist das Schöne an der Miso-Suppe, es kommt einfach alles rein. Ich habe mir das Rezept jetzt von der ChatGPT schreiben lassen. Da einfach eingeben, was du hast und was du gerne für ein Rezept haben möchtest. Und dann kannst du gucken, was dir die ChatGPT rausschmeißt. So, in einem anderen, also in einem keinem Topf, sondern in einer Pfanne soll man den Knoblauch und den Ingwer anbraten. Und das machen wir jetzt mal. Dafür schneiden wir uns ein Stück Ingwer ab. Und den Knoblauch auch. Das sind aber Riesenzehen. Das ist verrückt. Okay. Jetzt haben wir den Knoblauch und den Ingwer klein gemacht. Jetzt machen wir den hier mit etwas Sesamöl in einer extra Pfanne. Braten wir den so 2 bis 3 Minuten an, bis er gut duftet. Und dann wird er zur Seite geschoben und kommt dann gleich mit in die Suppe sozusagen mit rein. Die Suppe knallen wir jetzt schon mal ein bisschen höher, weil die brauchen wir doch zu lange. So, in der Zwischenzeit machen wir die Miso-Suppe in ein kleines Gefäß, also Miso-Paste in ein kleines Gefäß und rühren die um. Also wir brauchen 3 Esslöffel,
Das sollten ungefähr 3 Esslöffel sein. Und jetzt rühren wir die um. So, dass die keine Klümpchen mehr hat. Und dann kann die nämlich zu der Gemüsebrühe dazu. Das können wir dann gleich zur Seite stellen, wenn wir zufrieden sind mit unserer kleinen Paste. Und dann kümmern wir uns weiter um die Dings. Okay, wir kümmern uns jetzt um die Karotti. Die Karotti viertel ich und dann mache ich die in so dünne, versuche ich die in so dünne Streifen zu schneiden. Und dann mache ich sie noch mal kleiner. Okay, so langsam fängt die Suppe hier an zu köcheln. Dann packen wir jetzt mal die Miso-Suppe dazu, die Miso-Paste. Und dann packen wir die Knoblauch-Ingwer-Paste hier dazu. Hier schönen Geruch angenommen und jetzt kann sie da schön mit rein und kann ihre Aromen verbreiten. Und dann lassen wir das jetzt kurz hier schmelzen. Wie gesagt, so langsam fängt sie schon an zu dampfen. Jetzt tun wir die Karotten rein. Die kommen jetzt ungefähr für 5 Minuten, dürfen die da jetzt hier rumschwimmen. Kann man auch gerne den Deckel drauf machen. Okay, jetzt kümmern wir uns um die Tofu-Knoten. Da mache ich jetzt aber nicht so viele rein. Also die ganze Packung hat 300 Gramm. Ich denke, ich werde so eine Handvoll reinmachen. Ich zeige dir das aber gleich nochmal. Das riecht auf jeden Fall schon sehr aufregend. Also. So. Und dann nochmal so ein paar. Ich meine, ganz zur Not kann man ja auch nochmal welche reinmachen. Aber, ja. Und jetzt lassen wir das nochmal 2 bis 3 Minuten rumköcheln. Und dann kommt der Rest dazu. Ist aufregend. Aufregend! Oh oh! Sie kocht. Sie kocht. Oh. Ui. Ups. Okay, stellen wir mal hier zur Seite. So, jetzt kommt der Rest rein. Das heißt, wir schmeißen jetzt hier die Frühlingszwiebeln rein. Den Koriander, den ich natürlich vorher hier geschnitten habe. Was ich ja gesagt habe, was ich mache. Und den Spinat. Ich mache da jetzt erstmal nur ein bisschen rein und dann gucken wir mal, weil der fällt ja immer so arg doll zusammen. Okay, kann man den ganzen Spinat, also 125 Gramm Spinat kann man da reinmachen, weil der fällt so doll zusammen. Atsch! So, jetzt lassen wir den noch mal ein bisschen vor sich rumbrodeln. In der Zwischenzeit räumen wir die Küche auf, weil wir sind ja sehr ordentlich. Ich habe in meinem Food Haul, der Mittwoch online kam, packe ich dir mal hier in die Infobox. Ich habe mir hier den bei IKEA gekauft. Sag mir gerne mal, wie ich den nennen kann. Das ist jetzt, für mich ist das jetzt kein Kuscheltier, für mich ist das ein cooles Kissen. Das kommt auf die Couch. Ich finde es irgendwie mega cool. Ich finde auch Oktopusse einfach cool. Das sind voll smarte Tiere und die sind irgendwie, ich weiß nicht, galaktisch. Also wie könnte er heißen oder sie?
Miso-Suppe fertig. Danke an ChatGPT. Jetzt schmecken wir das noch mit ein bisschen Sojasauce ab. Machen wir mal so 2 Holzlöffel drüber und verrühren. Sieht sehr lecker aus. Ob das schmeckt? Die Reihe könnte auch heißen, ob es schmeckt. Vielleicht mache ich da eine andere Reihe und mache nur Rezepte, die ich noch nie probiert habe. Finde ich auch eine gute Idee. Schreibt mal gerne in die Kommentare unten, ob das auch eine coole Idee wäre. Die Reihe hieße, ob es schmeckt. Und dann mache ich nur Rezepte, die entweder du mir sagst, die ich machen soll, oder die ich selber ausprobieren möchte. So wie jetzt die Miso-Suppe. Ich habe sie noch nie gegessen. Ich kenne die Tofu-Knoten nicht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon Miso-Suppe gegessen habe. Weiß ich nicht. Ups. So, und jetzt kommt's hier. Nein. So. Und die neue Videoreihe würde so enden, wenn ich es machen würde. Und zwar probiere ich es, sag, ob es schmeckt. Ja, sehr lecker. Ui. Da kann man auch sehr gut noch zum Beispiel Reisnudeln dran machen, damit man es so essen kann. Ja. Oder man macht es halt so wie ich. Mit den Tofu-Knoten, die man halt nirgendwo kriegt. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir lassen uns das jetzt schmackofatzen. Essen hier in der Küche wie anständige Menschen, nicht wie die Assis vorm Fernseher. Und dann gucken wir Sex Education. Genau. Aber also, no judging. Wir gucken, wir haben auch ganz lange vorm Fernseher gegessen. Irgendwann hat mal jemand gesagt, die nicht wusste, dass wir vorm Fernseher essen. Es wäre sehr assi, wenn man vorm Fernseher isst. Und ich war so, oh, okay. Aber wenn man vorm Fernseher isst, ist man zu sehr auch abgelenkt. Und dann kann der Körper auch wieder nicht so gut alles hier aufnehmen, was hier alles Geiles drin ist. Deshalb am besten am Tisch, ohne Musik. Vorher kurz atmen und sich aufs Essen vorbereiten, weil es ist was Wunderbares, dass wir Essen auf dem Tisch haben und dass wir jeden Tag essen dürfen und Essen da haben. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass es dich gibt. Kameramann fährt hier gerade wieder hoch. Vielen Dank für den Fokus. Und wir sehen uns beim nächsten Rezept der Woche. Schau gerne beim Community-Tab im Browser, weil da kann man abstimmen für Rezept der Woche vorbei und stimm ab, was ich fürs Rezept der Woche machen soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Thank you. Bye.